Servus Leute, was geht? Marcel hier. Heute mal ein anderes Video, heute ein bisschen emotionaler. Wie ihr schon am Titel erkennen könnt, ich habe mich dazu entschieden, das Oracle Rapport Racing Esports Team zu verlassen. Und es war keine leichte Entscheidung. Wir haben seit 2020 war ich jetzt mit Red Bull. Wir hatten viele geile Momente. Und ich bin super dankbar für jeden einzelnen davon. So viele Erfolge. Das erste Rennen in Red Bull in Interlagos gewonnen. Das 1-2 mit Freddy in Österreich. Der Titel in 2020. War schon geil. Also. So, muss mich kurz fassen. Aber ich wollte einfach Danke sagen an alle da draußen. Es war eine mega geile Zeit. So, sorry, aber es. Auch wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, war es nicht einfach und ich glaube, das seht ihr auch. Ich bin super, super dankbar für die ganzen Momente, die ich mit dem Team hatte. Ein fettes Danke an Freddy, mein Teamkollege seit 2020. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch keinen besseren mehr. Ist schwer zu übertreffen natürlich. Liam, Josh, Sebi, Joni. Joni, wirklich einer der besten Menschen, die ich kannte. Nathan, Nils, Dani. So viele andere, Dennis Lind und viele, viele mehr. Joe, Laura, Luke und so viele in Red Bull, die ich ins Herz geschossen habe. Also, es ist echt eine Familie für mich geworden und es ist echt schwer, das Video in Worte zu fassen. Aber ich wollte Dank sagen an die Partner, an das Team. An alle meine Kollegen. So ein Mist, Alter. Du heulst, du raff dich zusammen. Nee, aber ich wollte wirklich, es ist traurig, aber ich freue mich auf die Zukunft und ich bin unfassbar dankbar für all die Momente, die coolen Sachen, die wir erlebt haben, die lustigen Momente, die Erfolge, die wir gefeiert haben. Ich bin als Mensch gewachsen, ich bin als Fahrer gewachsen und ich verspreche euch, Kiefer. Es ist nicht vorbei. Das ist ein Goodbye an Red Bull, aber Kiefer in Formel 1 eSports geht noch weiter. Deswegen. Let's go, Leute. Es gibt bald Neuigkeiten. Danke für euren ganzen Support und für alle, die mich nur supportet haben, weil ich bei Red Bull war. Auch danke an euch. Wirklich vielmals.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, was ich sagen wollte. Aber ich glaube, das Video erklärt sich von selber. Vielen Dank und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut da rein. Euer Marcel. Peace. Hey guys, I'm Marcel Kiefer, driver for Red Bull Racing Esports in the Formula One Esports Series, and I'm here to unlock your potential. Let's get into it. Jarno and Marcel gonna be side by side through the sequence of corners. And this is Marcel Kiefer. Marcel Kiefer, he's close, he's got it at the moment. And it's Marcel Kiefer who hangs on to win in Austria. A superbly played race for Red Bull, who have taken victory. Freddy Rasmussen in second. I don't know what to say, it was just perfect teamwork. Yeah, that's it. Halfway around the lap. Not the easiest of corners to follow though. Through this really fast off, take as much curve as you can really, and then line it up for this slingshot out. He's actually quite neat this time, Kiefer, and now he opens the DRS. He might be a little bit closer down into Stoke corner. He's gonna be. Is this gonna be the move for Kiefer from the lead of the race? He goes for it! Bold up the inside into Stoke! Kiefer leads! The top four, the top five, a wide moment there in the background. For Longe, it's gonna leave him vulnerable, it's gonna get him passed by Marcel Kiefer. What a move! What a move! It was just fantastic! He showed it out! He tried to come back Rasmussen! He didn't close the line, Rasmussen! It was not enough! He tried to close, but Kiefer believed in it! Marcel Kiefer has dominated from the front, and it is a brilliant drive from the Red Bull driver. He comes over the line to win the Italian Grand Prix. And this is the battle for the lead. Marcel Kiefer, oh, he's nearly been pushed on the grass. Can he find a way through? They're nearly making contact. Side by side they go. Marcel Kiefer's got the advantage. Who's going to blink first here? Oh, it's fantastic stuff between the two of them. And round the outside to take the lead goes Marcel Kiefer. Team tactics played to perfection from Red Bull. This is the greatest example of teamwork I have ever seen in the F1 Esports Pro Series. This has been executed perfectly by Kiefer and Rasmussen. And